Nichts Genaues weiß man nicht. Reden wir über die aktuelle Impfverwirrung mit Frank Decker, Politikwissenschaftler von der Uni Bonn. Herr Decker, ist das reine Oppositionsfindungsmasche jetzt der Union, die wir da erleben? Ja, wir haben schon eine andere Konstellation jetzt als in der letzten Legislaturperiode. Damals wurde ja die Opposition von der AfD angeführt, die aber in der Corona-Politik keine wirklich konstruktive Opposition betrieben hat. Die FDP und vor allem die Grünen haben sehr viele Regierungsmaßnahmen mitgetragen. Und jetzt sieht man tatsächlich, die Union, die andere große Volkspartei, macht jetzt eine andere Art von Oppositionspolitik. Und dann nutzt sie auch das Corona-Thema, dann nutzt sie auch ein Thema wie die Impfpflicht, was allerdings schwierig ist, denn die Positionen innerhalb der Union sind ja selber unklar. Die Impfpflicht und überhaupt Corona ist ja eigentlich kein parteipolitisches Thema. Und das ist jetzt auch für die Opposition dann eine schwierige Gratwanderung. Da hat die Union Professor Decker ja irgendwie so einen Konsens aufgekündigt. Denn es hieß ja immer, nee, wir gehen da einheitlich vor. Schließlich hat der Bundestag und der Bundesrat dieses Gesetz ja gewollt. Alle haben zugestimmt, auch die Ministerpräsidenten, und jetzt so ein Salto rückwärts. Ist das politisch klug? Ich halte es für nicht besonders klug, und man sieht es ja auch daran, dass es Ministerpräsidenten in den eigenen Reihen gibt, Daniel Günther, die dem auch offen widersprechen. Es ist ja nicht so, dass die Union jetzt Unrecht hätte mit ihrer Kritik an dem beschlossenen Gesetz. Nur diese Punkte sind ja alle schon erwähnt worden. Es gab ja auch Anhörungen dazu. Es haben sich Sachverständige geäußert. Das hätte man also alles wissen können. Und jetzt im Nachhinein, nachdem man es selber mitbeschlossen hat, das quasi wieder aufzukündigen, statt an einer möglichst guten Umsetzung bei allen Problemen zu arbeiten, das ist keine glaubwürdige Position. Und so richtig raus kommt die Union da jetzt eigentlich gar nicht mehr, ohne jetzt auch ein bisschen einen Schatten auf sich zu laden. Denn die Diskussion hat sie losgetreten. Offenbar, Sie sagen es ja auch, ein Nerv getroffen in der Umsetzung. Aber die sind jetzt diejenigen, die erst was beschließen und dann sagen, ach nee, wir machen doch nicht mit. Ja, und man sieht das ja auch oft an den Reaktionen auf der Regierungsseite, dass man sich jetzt natürlich seinerseits Vorwürfen ausgesetzt sieht. Und die Vorstellung, die man eigentlich hatte, jetzt auch in der Union mit dem neuen Vorsitzenden Friedrich Merz, der ja einen großen Vertrauensvorschuss bekommen hat, ist ja, dass die Union auch selber ihren internen Streit hinter sich lässt, auch den Streit zwischen CDU und CSU. Ich glaube, all das ist aber geeignet, eher Streit auch wieder hineinzutragen in die Union. Also von daher hat sie sich selber damit auch parteipolitisch keinen Gefallen getan. Vielleicht wäre ein Schritt nach vorne, oder es würde uns Bürger und Bürgerinnen ja wahrscheinlich ganz gut tun oder auch helfen, wenn es dann wenigstens eine klare Haltung gäbe der Union zur Impfpflicht, zur allgemeinen Impfpflicht. Aber die ist ja genauso in weiter Sicht, ne? Ja, aber da ist die Union ja in guter Gesellschaft, denn bei den anderen Parteien gibt es ja ebenfalls Meinungsunterschiede. Und die Union hat deshalb, wie ich finde, durchaus zu Recht zunächst gesagt, dass es auch Aufgabe der Regierung, der regierenden Mehrheit, der Ampelkoalition ist, hier vielleicht einen Vorschlag zu machen. Das wollte Olaf Scholz aber nicht, weil er wusste, dass es schwierig sein wird, auch die eigenen Koalitionspartner, vor allem die FDP, hinter einen solchen Vorschlag zu bringen. Aber die Kritik der Union daran wäre natürlich glaubwürdiger, wenn sie selber auch in Sachen allgemeine Impfpflicht eine einheitliche Position hätte. Das ist aber dort eben auch nicht der Fall. Professor Franz Decker, herzlichen Dank für die Einschätzung. Einen schönen Abend Ihnen nach Bonn auch.